Hallo und herzlich willkommen zurück bei Donkey Kong 64. In der letzten Folge haben wir noch ein paar Überbleibsel von Diddy und Chunky. War's Chunky? Übernommen. Und ja, Lanky fehlt jetzt noch eine Banane durch die eine Fähigkeit, die ihm fehlt, aber Tiny kriegen wir noch fertig. Und sie ist auch die letzte, die hier noch fehlt. Gut. Ja, wo fangen wir an? Am besten hier im Wasser unsere ersten Bananen einzusammeln. Na los, Tiny, schwimm ein bisschen schneller, ja? Ja, und diesmal haben wir hier noch mitten in der Nacht angefangen. Oh, sind aber eine Menge. Okay. Der Knut, das ist ein bisschen hoch. Okay. Da sie hier ja nicht reinkommt, aufgrund der Tagessperre, und hier genauso, muss sie eben einen anderen Weg finden. Den hat Chunky hier unten frei gemacht. Sehr schön. Da waren noch 5 Bananen am Eingang. So, das hatten wir eingesammelt. So, hier. Hier kann sie des Nachts rein. Ehrlich gesagt trifft sie hier auf so eine Art Miniboss. Eine riesige, komische Spinne. Das kannst du dir abschminken. 8 Füßer. Okay, der ist etwas narkoleptisch. Erst müssen wir seine kleinen Kinder erledigen. Dann wacht er auf. Uah. Okay. Komm schon. Jawohl. Okay, das nützt nicht viel. Was war das denn? So, wieder ins Auge. Ist nicht schwer im Grunde. Oh, obwohl die Spinnen, glaube ich, immer ein bisschen schneller werden. So, aufwachen. Der verträgt ganz schön was. Ah, scheiße. Nein! Los, raus da. Ah, Mist. Hat der uns in so einer komischen Blase eingefangen? Ja. So. Was denn immer noch nicht? Wie viel braucht er denn noch? Ew. Das
So, jetzt aber. Oh. Okay, der schrumpft etwas. Jetzt ist er noch da. Oh. Okay, gut. So, wo ist... Ah, hier. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier raus. Wo auch immer. Ah, hier. So, wo müssen wir noch hin? Ah ja. Erstmal hier raus überhaupt. So, gibt's jetzt hier noch irgendwas für Tiny? In die Case-Bereich hier gab es ja auch irgendwo einen lila Ballon, den nehme ich mal noch mit. So. Ach, der Typ. So, und hopp. Ja, yeah. Sehr schön. So, wir sind jetzt hier im Bereich 1. Hier müssten wir allerhöchstens noch für unsere Blaupause zurückkommen. Aber ansonsten sind wir hier fertig. Gut. Bereich 2 können wir noch nicht, weil wir da noch nichts zum Einpflanzen haben. Aber es ist eindeutig für Tiny gedacht. Also können wir in Bereich 3 reingehen. Obwohl Bereich 4 kleiner ist, also übernehme ich den doch als Erster. So. So, dort hinten haben wir eine Musikplatte und außerdem ein Fass, was sie wieder kleiner werden lässt. Wohl dafür gedacht, dass sie das auch wieder klein spielt. Okay. So, und hopp. Ich hoffe mal, des Nachts kommen wir hier auch hoch. Ja, das sieht gut aus. Halt dich fest, los geht's. Ja, schon gut, Papagei. Ah! Okay, da haben wir wieder ein paar Bananen. Was wird denn das jetzt hier? Einfach nur Claptraps umbringen? Sieht so aus. Oh, okay. Ja, übertreib's nicht mit dem Rumfliegen. Und hier haben wir die Bohne. Sehr schön. Nice. Gut. Dann wären wir hier schon mal fertig. Jetzt könnten wir
in den Bereich 2 gehen, das Ding einpflanzen. So. Ach, gab's hier nicht noch irgendwelche Bananen auf den Pilzen? Für Tiny? Yeah. Dort hinten noch. Ach, die Tomaten sind wieder hier. So, das gibt wieder eine Bananenmedaille. Wir hätten auch zu Fuß in Bereich 2 gehen können. Naja, was soll's. So, pflanzen wir das Ding ein. Schau nur, ich habe ein paar Blätter. Komm und hol dir deine Belohnung. Ein paar Blätter? Okay. Und eine ziemlich creepige Stimme. So, ein paar Münzen. Lassen wir uns wieder vom Papagei hochtragen und die Banane einsacken. Bist du mit... Ah, hier, okay. Ah, da kommt er schon. Okay. Immer derselbe Spruch. Halt dich fest, los geht's. Los jetzt. Alrighty. So. Jetzt fehlt nur noch die Blaupause und die Banane im Gebiet 3. Dann müssen wir wieder den komischen blauen Schalter betätigen. Also bei Tiny spielt die Zeit eigentlich so wirklich keine Rolle. Nur bei ihrer Blaupause. Können eigentlich schon mal auf Tag schalten. So. Und aufwärts. Ja. So, in der Richtung lag die Leiter. Gut. Ah, wieder sowas. Okay. Gut, ich hoffe mal, ich gehe jetzt hier richtig. Verlauf mich wieder tausendmal. Oh. Das sieht, glaube ich, richtig aus. Ja. Gut. So, mal sehen, was haben wir hier? Oh. Schnelle Schwinge. Sowas mal wieder. Hüpf auf die Bäume und sammle alle Münzen. Ganz einfach. Na los. Ah, hier ist man auch noch auf den Wirbelwind angewiesen. Easy peasy. Okay. In
Ordnung. Dann jetzt nur noch die Blaupause holen und abgeben und schon ist Tiny fertig. Bei ihr ging es jetzt wieder schön routiniert. Der ganze restliche Wunderwald war bei mir sehr verwirrend. Hab mich irgendwie auch selbst verwirrt, glaube ich. Aber egal. So. Der Typi müsste hier sein, genau. Wir sammeln die paar Münzen hier noch ein. Dann kann es schon zu Snide gehen. Ja, und die eine goldene Banane von Lanky hier, die holen wir uns nach dem 6. Level dann. Praktisch bevor bis zu Level 7 geht. Dämliche Viecher. So. Wieder der Hammer. Hui, hätten wir das. Aha. Also die erste Abbildung links ist jetzt praktisch komplett. Es fehlt aber noch ein paar andere technische Details. Okay. Gut, Leute, an der Stelle mache ich gleich den Cut und in der nächsten Folge gehen wir hier zu Truff und Scoff. Es fehlt nur noch der Boss dieser Welt. Also, bis dahin. Tata!